In Graz läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Die gesamte Keplerstraße in Grazland ist derzeit gesperrt. Das Gymnasium und einige weitere Gebäude wurden bereits evakuiert. Der öffentliche Verkehr in diesem Bereich wurde umgeleitet. Die Polizei bittet, das Gebiet großräumig zu meiden. In den Vormittagsstunden langte bei der Landespolizeidirektion Steiermark eine Droh-E-Mail mit einer Bombendrohung ein. Aufgrund dessen haben wir Akutmaßnahmen getroffen und sind dabei, Evakuierungen in der Keplerstraße durchzuführen. Und davor haben wir auch großräumige Absperrungen im Bereich der Keplerstraße durchgeführt. Wem konkret gelten diese Drohungen? Diese Drohung, ob jetzt ein Zusammenhang vorherrscht mit der Drohung, die vor knapp über einer Woche in Graz bereits eingetroffen ist, auf die gleiche Art und Weise als E-Mail per E-Mail bei der Landespolizeidirektion Steiermark, ist noch nicht bekannt, aber wir können sagen, dass es auf die gleiche Art und Weise eingelangt ist. Und galten diese Drohungen in dem Fall jetzt speziell Schulen oder war das wahllos? Die Droh-E-Mail ging bei uns ein und dementsprechend wurde auch die Keplerstraße abgesperrt, weil die Droh-E-Mail sich auf die Keplerstraße bezogen hat. Es sind 2, 3 Objekte betroffen, die wir auch evakuiert haben. Aufgrund dessen, dass sich Schulen an dieser Keplerstraße befinden, sind eben auch diese evakuiert worden, um für Schülerinnen und Schüler eine Gefahr ausschließen zu können. Denn die Information bekommen, dass es eine Bombendrohung gibt und haben dann gleich den Räumungsalarm eingeleitet und haben dann sozusagen die Kinder auf den Landplatz gebracht. Das ist bei uns Gewohnheit, wir machen das jedes Jahr. Kinder haben gedacht, das ist eine Übung, wurde aus dem Laufe dann herüben klar, dass es ein ernster Einsatz ist. Und hier versuchen wir, also haben den Oberstufenschüler dann entlassen, Bildungsdirektion hat das okay dafür gegeben. Und die Unterstufe verbleibt jetzt hier, es sei denn, die Eltern kommen sie abholen oder geben die Freigabe, dass wir die Kinder entlassen dürfen. Und so erwarten wir möglichst ruhig und gelassen eben auf das Ende des Einsatzes. Es ist wichtig, dass das alles professionell und ruhig abläuft, damit wir hier möglichst die Kinder möglichst unbelastet sozusagen nach Hause schicken können. Sprengstoffexperten sind bereits vor Ort. Erst vor gut einer Woche waren sie zuletzt in Graz am Werk, als es eine Drohung gegen Haupt- und Ostbahnhof gab. Wie sich herausstellen sollte, die erste in einer langen Serie, die ganz Österreich in Atem hielt. Ob ein Zusammenhang mit der aktuellen Lage besteht, ist noch unklar. Die Art der Drohung ist jedenfalls durchaus vergleichbar. Nahezu gleichzeitig ging in Oberösterreich eine ähnliche Drohung ein. Um 10 wurde mit einem Anschlag gegen das Ramsauer Gymnasium in Linz gedroht. Auch hier wurde die Schule umgehend evakuiert. Die Ermittlungen laufen.